Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie wir wissen, vielleicht gibt es ja unter euch Zuschauern auch einige Zwillinge, haben eineiige Zwillinge eine sehr, sehr starke Bindung. Und oft spüren die dann ja auch, wenn es dem anderen schlecht geht, auch wenn es über eine ganz weite Entfernung oder so ist. Es gibt ja auch Fälle, da ist ein Zwilling gestorben und der andere lebte irgendwie ganz am anderen Ende der Welt und dann sind die irgendwie genau am gleichen Tag oder so gestorben. Also da gibt es ja echt die verrücktesten Geschichten und heute habe ich auch eine Geschichte über Zwillinge rausgesucht, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es geht um die Silent Twins, um die sogenannten Silent Twins. Diese beiden Zwillinge haben eine sehr, sehr krasse Bindung zueinander, eine wirklich schon übernatürliche Bindung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Fall rein. Gloria und Aubrey Gibbons waren ein ganz gewöhnliches Ehepaar, das zunächst in der Karibik lebte. Gloria war Hausfrau und Aubrey arbeitete als Techniker bei der Air Force. Die beiden hatten bereits zwei Kinder, als Gloria im Jahr 1962 mit eineiigen Zwillingen schwanger wurde und diese gesund am 11. April um 8.10 Uhr im darauffolgenden Jahr zur Welt brachte. Zuerst kam June auf die Welt und 10 Minuten später ihre Zwillingsschwester Jennifer. Kurz darauf zog die Familie nach Linton in Yorkshire, England. 4 Jahre später, 1967, brachte Gloria eine weitere Tochter namens Rosie zur Welt. Die Zwillinge hatten eine sehr enge Bindung und diese schien zunächst nicht auffälliger als bei anderen Zwillingen zu sein. Beide fingen erst spät mit dem Sprechen an und als sie eingeschult wurden, konnten sie nach meinen Recherchen gerade mal einige Wörter sagen. Später fingen sie an, auf merkwürdige Art miteinander zu kommunizieren. Sie machten komische Geräusche und sprachen so schnell, dass Außenstehende sie kaum verstehen konnten. Als June und Jennifer ein wenig älter waren, zog die Familie nach Devon, einer Stadt in England. Dort waren sie damals die einzigen dunkelhäutigen Kinder auf ihrer Schule und wurden aufgrund ihrer Hautfarbe von anderen Kindern ausgegrenzt und gemobbt. Aus diesem Grund wuchsen die beiden Zwillinge noch enger zusammen. Sie dachten, sie hatten wirklich nur sich gegenseitig und sie spielten überhaupt nicht mehr mit anderen Kindern und beschäftigten sich wirklich immer nur zu zweit. Ihre gemeinsame Sprache war bald wirklich so, dass niemand anderes mehr die beiden verstehen konnten. June und Jennifer distanzierten sich immer mehr von den anderen Menschen und flüchteten bald in ihre eigene Welt. Als die Zwillinge 11 Jahre alt waren, zog die Familie erneut um. Dieses Mal nach Haverford West in Wales. Zu diesem Zeitpunkt redeten die beiden nicht einmal mehr mit ihren Eltern oder anderen Familienangehörigen. Zeitweise hörten sie sogar auf, sich zu bewegen, sobald andere Menschen in der Nähe waren. Pädagogen versuchten immer wieder, den Zwillingen zu helfen, doch es blieb erfolglos. Auf der Schule, die sie in Haverford West besuchten, wurde alles nur noch schlimmer. Das Mobbing wurde noch krasser und es kam sogar so weit, dass einige Lehrer die Zwillinge 5 Minuten vor Schulschluss entließen, damit sie auf dem Heimweg nicht von anderen schikaniert wurden. Ein Schularzt soll die beiden einmal mit dem Wort Zombies betitelt haben und ein Junge, dem die beiden wohl Liebesbotschaften geschrieben hatten, bezeichnete sie später als dürre, schwarze Kaninchen. June und Jennifer wuchsen noch enger zusammen und bald war es fast so, als wären sie ein und dieselbe Person. Sie bewegten sich immer gleich, wenn eine zum Beispiel vom Pferd fiel, dann tat die andere es auch. Die beiden schienen ein so starkes und enges Band zu verbinden, dass es ja unmöglich schien, dieses irgendwie zu durchtrennen. Als die beiden 14 Jahre alt waren, versuchten Therapeuten vergeblich, die beiden dazu zu bringen, wieder mit anderen Leuten zu kommunizieren, aber auch das blieb erfolglos. Schließlich schickten die Eltern die Zwillinge auf verschiedene Internate, denn man hoffte, dass beide lernen würden, unabhängig voneinander zu leben. Und man sah diese Maßnahme als die letzte Chance, den beiden zu helfen. Doch leider trat das komplette Gegenteil ein und der Zustand der beiden verschlechterte sich immer weiter. Beide litten unter seltsamen körperlichen Verkrampfungen,
redeten weiterhin nicht mit anderen Menschen und verhielten sich noch seltsamer. So konnte es also auch nicht weitergehen und 2 Jahre später durften die Zwillinge wieder zusammen wohnen. Von da an verbrachten die beiden die meiste Zeit im gemeinsamen Kinderzimmer, spielten mit Puppen und dachten sich Theaterstücke aus. Einen Großteil ihrer Zeit verbrachten sie außerdem damit, Bücher über Psychologie, Sexualkunde und Magie zu lesen. Sie verschlangen diese Bücher wohl regelrecht. Auch jetzt kommunizierten sie weiterhin mit keinem Menschen dieser Welt, außer mit der kleinen Schwester Rosie. Das war wohl die einzige, die noch etwas Zugang zu den beiden hatte. An Weihnachten 1979 bekamen June und Jennifer Tagebücher geschenkt und beide begannen, Kurzgeschichten und Romane zu verfassen. Nächtelang saßen sie an ihren Schreibmaschinen und versanken vollkommen in ihren eigenen Fantasiewelten. Ihre Geschichten spielten meist in Malibu und handelten von Personen, die sich seltsam benahmen und kriminelle Energien entwickelten. Beide träumten davon, einmal berühmte Schriftsteller zu werden, aber kein Verlag wollte ihre Geschichten veröffentlichen. So kam es dann, dass sie schließlich einen eigenen kleinen Verlag gründeten namens New Horizons. Aber auch über diesen Weg bekamen sie nicht die gewünschte Aufmerksamkeit. Mit 18 Jahren verließen sie ihre Zimmer dann wieder und wirklich die Zeit davor waren sie wirklich zu 98% immer nur in ihrem Zimmer und von dort an fingen sie eben an, sich in der Gegend herumzutreiben. Sie nahmen dann auch Drogen, machten illegale Sachen. Und ich habe sogar gelesen, dass sie sich gleichzeitig entjungfern ließen. June und Jennifer entwickelten eine immer stärkere kriminelle Energie und begingen einige Verbrechen, darunter auch Brandstiftung und Diebstahl. Schließlich wies man die Zwillinge in eine psychiatrische Klinik ein. In dieser Hochsicherheitseinrichtung, die einem Gefängnis ähnlich war und in der auch Serienmörder wie Peter Sutcliffe und Myra Hindley untergebracht waren, lebten sie für insgesamt 11 Jahre, in denen sie erfolglos mit Neuroleptika behandelt wurden. Neuroleptika wird hauptsächlich zur Behandlung von Psychosen mit Wahn- und Halluzinationen, vor allem Schizophrenien und bei schweren Störungen des Denkens eingesetzt. Außerdem diagnostizierte man bei June und Jennifer eine Form von Mutismus, eine sehr seltene Kommunikationsstörung, wobei keine Defekte der Sprachorgane und des Gehörs vorliegen. Mutismus tritt mehrheitlich in Verbindung mit einer Sozialphobie auf und geht vor allem im Jugend- und Erwachsenenalter häufig mit Depressionen einher. Obwohl die Zwillinge zum besagten Zeitpunkt getrennt voneinander untergebracht waren, hatte man das Gefühl, sie würden trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise weiterhin miteinander kommunizieren. Denn immer wenn man nach ihnen sah, hockte zum Beispiel die eine zusammengekauert in der Ecke ihres Zimmers und gleichzeitig schaute man dann auch nach der anderen und die saß in genau derselben Position in ihrem Zimmer. Und das, obwohl die beiden wirklich keine Chance hatten, sich zu sehen oder irgendwie Absprachen zu treffen. June attackierte dort schließlich eine Krankenschwester und Jennifer versuchte, Suizid zu begehen. Als die Zwillinge sich später wieder sehen durften, gingen sie aufeinander los. Ihre Gefühle zueinander schwankten extrem stark. Mal liebten sie sich wirklich heiß und innig und dann im nächsten Moment wünschten sie sich gegenseitig den Tod. Und trotzdem schien immer ein unsichtbares Band die beiden zusammenzuhalten. Und es war fast so, als wenn die beiden einfach 2 Körper hatten, aber sich sozusagen um eine Seele stritten. Sie zerkratzten sich gegenseitig die Gesichter und schlugen aufeinander ein. Beide hatten auch mehrfach versucht, sich gegenseitig umzubringen. June soll versucht haben, Jennifer zu erwürgen, schaffte es aber nicht und Jennifer hatte einmal probiert, June von einer Brücke zu schubsen, aber auch dies war ihr nicht gelungen. Die Eltern der beiden waren natürlich extrem verzweifelt. Sie waren mit ihrem Latein am Ende und wussten irgendwann auch nicht mehr, wie man den beiden helfen konnte. Der Tag, an dem sie die Klinik schließlich verließen, war der Tag, an dem sie beschlossen, dass einer von ihnen sterben musste, damit der andere ein normales Leben führen könnte. Jennifer erklärte sich schließlich bereit zu sterben. Im März 1993 wurden die beiden in die Caswell Klinik in Bridgeton verlegt. Bei der Ankunft war Jennifer bewusstlos, woraufhin sie sofort in ein Krankenhaus verlegt wurde, wo sie kurz darauf am 9. März 1993 an Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung, starb.
Diese wird unter anderem durch Medikamentenmissbrauch hervorgerufen. Erstaunlicherweise wurden bei ihr jedoch keine Drogen und kein Gift im Blut gefunden. Es gab auch keinen Hinweis darauf, dass es ein Suizid oder ähnliches war. Sie starb tatsächlich an einem natürlichen Tod, was bis heute für die Ärzte unerklärlich ist, denn beide waren gesund. Sie hatten ja zuvor diesen Pakt geschlossen und kurz darauf starb sie auch wirklich einfach. Nach Jennifers Tod begann June ein vollkommen normales Leben zu führen. Sie fing an, wieder normal mit Leuten zu kommunizieren. Sie war natürlich zwar traurig über den Tod ihrer Schwester, aber doch auch sehr, sehr erleichtert und sie machte wirklich eine 180-Grad-Wendung. June lebt heute ruhig und zurückgezogen in West Wales und ist auf keine psychiatrische Unterstützung mehr angewiesen. Nach Jennifers Tod schrieb June für sie ein Gedicht und das werde ich euch jetzt vorlesen und ich denke mal, das beschreibt die ganze Situation scheinbar recht gut. We once were two, we two were one, we no more two, through life be one. Was übersetzt heißt, wir waren einmal zwei, wir zwei waren eins, wir sind nicht länger zwei, durch das Leben sind wir eins. Ja, und wie gesagt, ich finde, dieses Gedicht zeigt, was das wohl scheinbar für eine Situation gewesen sein muss. Es schien tatsächlich, als wenn sie sich eine Seele geteilt hatten und nun, wo ein Körper die Erde verlassen hat, konnte die Seele sich einen festen Körper aussuchen. Und das war jetzt scheinbar Junes Körper. Ja, ich finde, diese Geschichte klingt fast schon zu unglaublich, als dass sie wirklich wahr ist. Aber diese Geschichte ist wahr. Und ich finde einfach, diese Geschichte beweist, was es scheinbar für Dinge auf der Erde gibt, die man sich vielleicht überhaupt nicht vorstellen kann. Und ist für mich auch wieder der Beweis, dass es eine Seele gibt, dass der Mensch eine Seele hat, die auch nach dem Tod weiter lebt. Und wie gesagt, meine Theorie ist so, ich kann das gar nicht erklären, weil ich das so krass finde, aber dass es tatsächlich irgendwie passiert ist, dass ja, sie sich irgendwie so eine Seele geteilt haben, aber dass diese Seele so zerrissen war, weil sie auf zwei Körper aufgeteilt war, dass das irgendwie nicht funktioniert hat und dass eben erstmal einer sterben musste, damit die Seele sozusagen in einem Körper ruhen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt mega abgedreht klingt, aber wie gesagt, ich glaube schon an solche Sachen. Ich glaube ja auch an Wiedergeburt und dass die Seele nach dem Tod sich irgendwann einen neuen Körper sucht. Und da habe ich auch schon mal überlegt, wie das denn bei Zwillingen ist. Meine Theorie war dann eben, dass wenn die Mutter die Zwillinge im Bauch hat, irgendwann muss ja bei Embryos im Bauch der Moment stattfinden, wo eine Seele in den Körper einzieht. Und ich stelle mir das eben bei Zwillingen vor, dass, ja, es kann ja irgendwie sein, dass sich eine Seele wirklich auf zwei Körper aufspaltet und dass bei June und Jennifer da irgendwas schiefgelaufen ist oder keine Ahnung. Also vielleicht versteht ihr so ein bisschen meine Gedanken, aber ich glaube an sowas. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch diese Geschichte schon kennen, weil sie doch auch recht bekannt ist. Aber ich wollte den Fall jetzt auch endlich mal machen. Ich hatte den auch schon länger im Visier. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Video wieder. Und vergesst nicht, eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare zu schreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.